Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge hier aus Ava Aquatica. In der letzten Folge haben wir hier angefangen, eine kleine Eisenfarm zu bauen. Und ich hoffe, die funktioniert dann auch. Es kann sein, dass ich die übers Nichts bauen muss, weil hier unten natürlich auch doofe Wohne rumwuseln. Die werden wahrscheinlich das Spawnverhalten etwas beeinflussen, sage ich jetzt mal. Ich tue das aber hier schon mal wieder abreißen, weil das brauchen wir so nicht mehr. Ne? So brauchen wir das nicht mehr. Da oben drauf könnten wir jetzt noch sagen, bauen wir noch ein Dach drauf. Wir können noch ein Dach drauf bauen. Oder wir lassen das einfach an der Stelle. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich glaube, das baut man ohne Dach. Weil auf den Zäunen kann er eh nichts spawnen und im Wasser. Na, wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Müsste jetzt so fertig sein, wie es ist. Da baue ich mal die Erde ab. Ach so, was ich noch machen wollte, bei den Zweien noch Essen zu werfen, dass die sich mal kurz lieben. Weil es stehen auf 4 Betten oben drauf. Ich glaube, das müsste reichen. Ein Stack. Stack auf hier Essen. Na ja, jetzt zwei. Guck mal, die lieben sich gleich. Kleine Babydorfwohner da. Yay. Die werfen sie gleich mit Kartoffeln hin und her. Ich habe nämlich letztens gelernt, man braucht gar keinen Berufsblock. Die tun sich auch so vermehren. Brauchen nur Essen und ein Bett. Glaube ich auch gar nicht mal wirklich. Brauchen nur Essen. So. Und da haben wir auch alles wieder. Noch ein paar Trichter nach unten gesetzt, werden wir uns jetzt mal dran setzen, das hinzubekommen. Weil so viel Eisen haben wir ja nicht mehr. Oder tun wir den Rest wieder mitnehmen hier. Und da schauen wir doch einfach mal,
über die Funktion, die wir haben, nicht Wegpunkte, sondern Optionen, Radar, gezeigte Mobs und Golem, Eisengolem an, bitte. Und gezeigte Mobs, Dorfbewohner, machen wir mal aus. Dann wissen wir ganz genau, wo die Eisengolems sind. Der Karte oben rechts. Und hier vorne sind immer noch übelst viele, wa? Möchte mal wissen, was die alle hier vorne treiben. Vielleicht muss ich die auch alle mal zusammen treiben. Und verschwinden lassen. Ich weiß, das klingt sehr makaber, was ich gerade gesagt habe. Aber wir brauchen Eisen. So, 8 Trichter kriegen wir hin. Das, so wie ich das hier mache, reicht das nicht. Uff. 8 Trichter. Ich hole mal die Schiene hier unten rein. Ach, der Trichter. Da müssen wir nicht mehr hin. Aber hier müssen wir hin. Und hier haben wir auch noch ein paar. Dann müssen wir nämlich hier. Schauen, wo der Trichter ist, packen wir jetzt mal hier, keine Ahnung, eine Fackel hin und bauen den Trichter da drauf. Müssen wir hier mal einen Solidblock hinstellen, dann wird das nichts. Und so. Da waren dann glaube ich auch noch Items drin. Die müssten jetzt alle hier runtergerutscht sein, ja. Dann machen wir das ganz einfach nochmal. Hier unten. So, 1, 2 oder und 3 und da ist das wieder hier unten gerutscht. Sehr schön. Brauchen wir ja nur noch ein paar viele Trichter. Da tun wir erstmal komplett alles Eisen verschwenden, bis wir hier gutes Eisen farmen können. Immer so eine kleine Überlegung, ob da jetzt hier oben ein eiserner Kerl drin spawnt oder auch nicht. Guck mal, die tun sich nämlich schon wieder liegen. Legen wir uns auch mal schlafen. Haben wir noch ausreichend. Jetzt liegst du hier drin. Auch nicht schlecht. Vielleicht sind auch zu viele eiserne Kerle hier in der Umgebung. Kann natürlich auch sein. Und da denken die da oben, wir brauchen keinen eisernen Kerl, weil hier genug sind. Siehe hier unten. Wenn wir uns mit so einem eisernen Kerl anlegen, die hauen auch zurück. Die hauen auch zurück. Kann ich mal kurz testen hier. Da. Komm her, Kollege. Die hauen zurück. Und glaube nicht nur. Nur einmal.
Hey, vier Eisen. Oh Mann. Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Geht nämlich auch die Rüstung kaputt. Das ist viel zu offensiv. Das macht man auch nicht. Schlagt niemals eure eiserne Kerle. Das ist keine gute Idee. Wie mehr präsentieren hier. So rum. Boah. Jetzt habt ihr mal die ganzen Stufen gesehen auch von den mit diesen auch alle da oben. Ja gut, ich glaube, ich reiße das hier wieder ab und baue das mal woanders hin, wo keine Dorfbewohner sind. Weil, wenn ich auf der Karte gucke, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 eiserne Kerle. Die stehen hier viel zu nah dran. Die müssten wir ja weglocken. Ich weiß gar nicht, kann man die in eine Lore setzen? Ich kann jetzt hier gerade keine Lore setzen, ne, weil hier keine Schiene ist. Das lässt sich aber ändern. Ich habe nicht so viel Eisen. Nein, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Aber das Eisen nehme ich trotzdem mit. Wir haben hier dort vorne Schienen. Ich muss einfach nur laufen. Und falls ihr euch fragt, wo das ganze Eisen hier vorn herkommt, das habe ich die ganze Schiene hier vorn. Ich war mal auf hier in der Mine. Ja, in der Mine. In einer Mine. So, jetzt packen wir hier das da rein und die Lorn können wir ja auch mit hier unten reinpacken. Puh. Das sagst du nichts mehr, oder? Genau, das sagst du nichts mehr. Mizi, alles gut? Guck mal, wie viele eiserne Kerle rumschwören. Alleine hier drin. Da. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Da ist noch ein Typi. Hier. Stehen sie in der Ecke. 3. 8. Da bringt uns das wahrscheinlich gar nichts da oben. 0, gar nichts. Das ist eine Variante ohne Zombie. Eine Variante ohne Zombie. Ist eine Überlegung wert gewesen. Aber ich glaube, das wird nichts. Nee, nee, nee. Das müssen wir wieder abreißen. Es sei denn, wir bauen das ganz, ganz weit in die Luft, aber das hat ja auch keinen Sinn. Das hat ja auch keinen Sinn. Aber hier nehmen sie raus, ne? Also die produzieren ja ordentlich Nachwuchs. Gefällt mir. Steht auch eine Glocke daneben, aber hier ist nichts drin. Ja. Wenn hier jetzt was drin gewesen wäre, das wäre äußerst komisch gewesen. So, Eisenstiefel. Eisenstiefel. Ich sollte mal mit denen handeln hier, oder? Die
Eisen, das die Eisenrüstung, die lässt sich ja auch einschmelzen zu Taler. Können wir ja Geld produzieren. Ich hole mal hier ein paar Smaragde. Hier so, zack. Genau. Ich hole mir hier mal so ein paar Smaragde. Und dann werden wir mal die Lieben etwas hochhandeln. Ich glaube, das reicht, oder? Wäre jetzt schon schlauer. Ja. Packen wir mal das alles mit hier rein. Einen ziehe ich mir mal an. Guck mal, und der hat jetzt schon Glocken im Angebot für 34. Kettenstiefel. Kettenstiefel gönne ich mir natürlich. Kettenstiefel sind hier Nonplusultra. Aber die tue ich mir vielleicht verzaubern, oder? Na, schau ich mal. 34. Und die kosten jetzt nur noch 2. Und 33 schon wieder runtergegangen. Ich darf eben nicht nur dasselbe kaufen, ne? Aber ich kaufe jetzt nochmal hier 4 davon. Es kosten die nur noch einen und 32, okay. Jetzt kaufe ich noch hier welche von. Ja. Mir handeln die mal ein bisschen hier runter. Und jetzt nochmal 31. Ich will das hier so gut wie möglich. Ich guck mal hier. Da brauchen wir auch noch ein paar Ketten. Hemden, die kann man immer gebrauchen. Kettenhemd kann man immer gebrauchen. Eine Hose. Jetzt kommt ja schon das richtig coole Zeug. Ich glaube, da kaufen wir mal eine so eine und eine so eine. Ziehen wir uns gleich mal an hier. Zack. Nur noch 31. 16 kostet jetzt. Na gut. Tun wir uns hier mal ein paar Glocken kaufen. 2. Können wir uns leisten. 2 Glocken. Ja, ich guck mal, ich habe jetzt hier ordentlich eingekauft. Und wo ist der andere? Der ist jetzt Meister. Ja, cooles Zeug hast du hier im Angebot. Und du hast hier Eisen. Ich muss natürlich erstmal hier. Ach so, mehr habe ich. Ich habe kein Geld mehr. Ich hab kein Geld. Und das könnte ich jetzt hier einschmelzen. Habe ich hier irgendwo Kohle? Hier keine Kohle, Mann. Da packe ich mal den Gruß hier rein. Den Gruß und nehme mir mal das Eisenzeug mit. Die Ketten können wir, glaube ich, nicht einschmelzen. Es wird schon wieder Nacht. Legen wir uns mal schlafen und bis zur nächsten Folge.